Gut, werfen wir mal einen Blick ins Haus rein. Willkommen im Trainerhaus, dem neuesten und erlebnisreichsten Ort von Fatania City. Nur Trainer haben hier Zutritt. Du kannst gegen die Besten der Besten antreten. Gehe nur die Treppe hinunter. Jo, das machen wir gleich. Schauen wir noch zunächst die Leute an. Fatania City ist dem Indigo-Plateau am nächsten. Man hat diesen Ort erbaut, weil ihnen so viele Trainer auf ihrem Weg am Indigo-Plateau da passieren. So, was hast du da? Was liest du da? Was hast du da für Notizen? Whatever. Was ist das? Eine strategische Notiz? Dieser Schriftzug sieht aus wie die Spur eines Onyx. Völlig unlesbar. Ich nehme an, du kannst nur dann Champion werden, wenn du viel herumkommst und so viele Kämpfe wie möglich austrägst. Der Champ von Alabastia bereiste alle großen und kleinen Städte in Kanto. Ja, so wie wir auch. Puh, ich hörte eine Zeit lang auf mit Kämpfen. Hier unten werden Übungskämpfe abgehalten. Ich würde liebend gerne sehen, wie Trainer aus Johto kämpfen. Ja, das kannst du dir mal anschauen, okay. Hi, willkommen in unserer Übungshalle. Einmal pro Tag kannst du gegen einen Trainer kämpfen. Hermann ist heute dein Gegner. Möchtest du kämpfen? Natürlich. Geh bitte einfach weiter. Du darfst sofort anfangen. Okay. Ah ja, der sieht aus wie wir. Hallo, böser Zwilling. Ich bin hergereist, um gegen dich zu kämpfen. Okay, hoffen wir, dass er starke Pokémon hat. So, er hat den voll entwickelten Pflanzenstarter aus Johto, Meganie. Ja, da müssen wir wechseln, weil Gyarados kann dieses Meganie nicht wirklich angreifen mit einer sehr effektiven Attacke. Ich nehme jetzt X-Buds. Und ich übersteuere, glaube ich, ein bisschen. Und er greift uns an mit Body Slam. Naja gut, dann greifen wir an mit einer Flugattacke, nämlich Fliegen. Er benutzt Lichtschild, um sich zu schützen, wenn er mag. Und? Ah, ich habe schon gehofft, es wird ein One-Kill. Okay, Body Slam müsste nicht so viel abziehen, er hat es aber doch getan. Na gut, dann eben nochmal Fliegen. Jetzt hoffen wir, dass Fliegen trifft. Genau, gut gemacht, Expert. So, das war der Pflanzenstarter aus Johto. Der voll entwickelte. Was kommt als nächstes? Jetzt kommt der voll entwickelte Feuerstarter aus Johto, Tornupto. Da setzen wir unseren eigenen Starter dagegen ein. Und schauen nach, welches Tornupto das stärkere ist. Ja, unseres hat ein Level mehr und kann erdbeben, das ist der große Unterschied. Seins kann bestimmt nicht erdbeben, sondern nur die Standardattacken von Tornupto ohne TMs. Oha, es überlebt den Erdbeben. Ja, ihr seht, es kann die Standardattacken, Sternschauer konnte unseres auch. Wir haben es aber durch Donnerschlag ersetzt. Ja, und weil wir es durch Donnerschlag ersetzt haben, setzen wir die Attacke auch jetzt mal ein, einfach mal so. Gut, das war der Feuerstarter aus Johto. Was kommt jetzt? Jetzt kommt der voll entwickelte Wasserstarter aus Johto. Impagator. Das Pokémon unseres Rivalen, nämlich Silber. Und wir killen es immer mit einer Donnerschlagattacke. Und klappt's? Nein. Leider kein One-Hit-Kill. Er greift uns dann mit Schlitzer. Das ist natürlich ein Volltreffer, weil Schlitzer eine hohe Volltrefferquote hat. Wenn man das mit Energiefokus kombiniert, dann ist die Volltrefferquote ja, schon ziemlich hoch. Okay, Hermann ist down. Ich habe verloren. Mist. Oh, 10.000 Kohle. So viel haben wir, glaube ich, beim Champion bekommen. Von Siegfried. Naja, egal. Wer ruft denn jetzt schon wieder an? Na egal, wie geht es dir? Ich habe eine Puppe gefunden und weil ich dich ärgern möchte, blablabla, kaufe ich sie dir. Oh Mann. Okay,
Dann gehe ich ins Pokémon Center und mache mal eine kurze Pause, um zu schauen, ob wieder alles synchron ist, bla bla bla. Ihr kennt es ja schon. Und dann kämpfen wir, oder wisst ihr was, ich gehe jetzt sofort in die Arena rein und dann, ja, stelle ich mich vor dem Arenaleiter Blau. Der müsste ja jetzt da sein. Wir haben hier jetzt alle 7 von 8 Orden, die er wollte. So, sieht irgendwie alles aus wie Lego. Die Arena sieht aus wie Legosteine, wie übergroße Legosteine, würde ich sagen. Naja. Hey, Champion Spe, wie läuft es so? Du hast wohl gerade eine Glückssträhne. Der Arenaleiter hat den Champ vor 3 Jahren besiegt. Das wird kein Kinderspiel. Gib alles, was du hast. Das werden wir. Aber zunächst stelle ich mich vor ihm. Okay, und ich mache mal eine Pause. Bis gleich. Okay, Blau, du alte Sau. Machen wir dich jetzt fertig, denn du bist nur eine hässliche Frau. ja, ich kann mich noch damals erinnern, als ich gegen dich gekämpft habe, im Gelb-Let's Play. Unseren ersten Kampf hatten wir ja damals im Pokémon-Labor von Professor Eich. Dann schauen wir mal, ob er hier vielleicht draußen ist. Warte, geh nicht raus! Das war knapp. Wilde Pokémon leben im hohen Gras. Jetzt habe ich die Stimme für ihn. Oh mein Gott, Überfall! Pika! Das Pika hört's ja wahrscheinlich nicht. Professor, ich setz Pokéball ein. Yeah, Pikachu hat er gefangen mit nur einem Schlag, okay. Puh! Wilde Pokémon können jederzeit auftauchen. Du brauchst einige Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir. Oh, mit meinem neuen Herzschrittmacher geht alles sehr schön. Ich bin so schnell. So, und jetzt nach vorne. Oh, gleich habe ich es geschafft. Yeah, ohne Gehhilfe habe ich es geschafft, ne? Opa, ich will nicht länger warten. Blow, du bist früh dran. Du solltest doch erst später kommen. Naja, egal. Warte einen Moment. Siehst du dort den Ball auf dem Tisch liegen? Rot? Das ist ein Pokéball. Darin befindet sich ein Pokémon. Ich schenke es dir. Nimm es ruhig. Halt, Opa. Und was ist mit mir? Hab kein mir nicht Geduld, Blau. Ich gebe dir später eins. Okay. Du, nimm es. Nein, Rot, ich will dieses Pokémon. Blau schnappt sich das Pokémon. Blau, was soll das? Bitte, bitte, Opa, ich möchte dieses Pokémon. Aber, okay, behalte dieses Pokémon, es ist deins. Ich hätte dir sowieso eines gegeben. Rot, komm bitte her. Rot, ich habe noch ein anderes Pokémon gefangen. Ich gebe es dir. Allerdings ist es ein ungezähmtes, wildes Pokémon. Rot erhält ein Pikachu. Möchtest du Pikachu einen Spitznamen geben? Nee. Dann und ich mach mal eine kurze Aufnahmepause. Dann seht ihr mich gleich wieder. Hier bin ich wieder. Da! Da! Warte, Rot! Lass uns unsere Pokémon testen! Komm schon, ich fahre dich heraus! Oh mein, jetzt muss ich gerade husten, ey. Okay. Blau möchte kämpfen. Kann er gern haben. Er setzt das Pokémon ein, das es sich von uns gelingt hat. Evoli. Pikachu, Donnerschock! Ja, gut. Evoli benutzt seinen roten Schlag. Das hilft ihm allerdings nicht sehr viel, weil, ja, wenn er paralysiert ist, dann ist es für ihn sowieso gelaufen. Außerdem haben wir einen Trank, falls er uns zu gefährlich wird. Also das werden wir hundertprozentig gewinnen. Gut, Volltreffer diesmal. Haben wir ein Glück. Jetzt kommt sein Tackle. Ja, wegen Rutenschlag zieht es jetzt ziemlich viel ab, aber Tackle, Donnerstock hittet ihn jetzt. So. Level up, Level 6 und es lernt Rutenschlag. Soweit kann ich mir noch erinnern. Es war immer die erste Attacke, die
ich gelernt habe. Oder mein Pikachu, wo ich die Gelbe immer gespielt habe. Das kann ich mich sehr gut erinnern, wo ich das 1000 Mal durchgespielt habe. Da habe ich mir immer gedacht, Pikachu kann jetzt Routenschlag in Level 6 und so. Das habe ich mir dann irgendwann mal eingeprägt. Opa, wir sehen uns später. Ne, Quatsch. Oh mein Gott, der rennt vor uns davon. Wie bitte? Schau dir das an. Es ist seltsam, aber dein Pikachu mag scheinbar keine Bälle. Bälle. Und auf der Nuggetbrücke haben wir gegen dich gekämpft. Haben wir unser Pokémon geheilt? Ja, das ist gut. Es ist nun soweit. Wir kämpfen gegen Blau. Diese alte Sau. Hi, Rot. Du bist als immer noch unterwegs? Mir geht's bestens. Ich habe jede Menge neue starke Pokémon gefangen. Zeig mal, was du gefangen hast, Rot. Blau möchte fighten. Blau benutzt Habitak. Hat genau das gleiche Level wie mein Alter, Level 18. Okay. Gleiche Spielchen, Habitat, Flug, Pikachu, Elektro, Elektro killt Flug, so. Thunder Shock. Paralysiert. Oh, das dröhnt ja richtig in meinem Ohr. Das dröhnt richtig in meinem Ohr. Ich trinke mal kurz was, bis dann. Ah. Ich muss mal wieder die Attacken ein bisschen anders setzen. Moment, das mache ich jetzt gleich. Ja. Schon wieder gespeedet, geil. Ich stehe drauf. So, tausch mal mit Tackle mit Heuler. Und Iglis auch mit Heuler, so. Level 17. Ah, das schaffst du doch, dieser Knosp. So schwach bist du auch nicht mehr. So. Und jetzt kommt sein stärkstes, weiß gar nicht, sein Spezial-Pokémon Evoli. Gut, dann wie in alten Zeiten lassen wir Pikachu gegen Evoli fighten. Und ruckzuck, hieb. Da, Routenschlag, damit ruckzuck hieb stärker ist, wenn wir es benutzen. Das ist so. Nachmache. Geil, Critical Hits, sau geil. Ich sollte aufhören, immer meine Wörter zu ändern. Soll ich dir etwas verraten? Ich war bei Bill und habe ihm seine seltenen Pokémon zeigen lassen. Das haben einige Einträge in meinen Pokédex gebracht. Bill ist weltweit als Pokémon-Maniac bekannt. Er hat das Pokémon-Lagerungssystem für den PC entwickelt. Du kannst dich dafür bei ihm bedanken. Naja, ich hau ab. Bis später. So sehr geschwächt hat er uns nicht. Auch auf dem Board der MSN. Warum speichere ich? So speichert man. Zack. Gleich zweimal. Zack, so. Sieh an, Rot. Ich wusste, ich würde dich hier treffen. Rot, hat man dich tatsächlich eingeladen? Wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Ich habe bereits 40 verschiedene Pokémon gefangen, Freak. Es gibt eine riesige Vielfalt an Pokémon. Versuche dein Glück im hohen Gras. Und jetzt willst du mit mir kämpfen. Ich dachte, du textest mich nur voll, Mensch, Meier. Blau möchte kämpfen. Oh oh. Oh, Habitak, okay. Komm schon, Pikachu, dieses Habitak kriegst du mit einem One-Hit-Line. Pikachu, ich hasse dich. Ich hasse dich doppelt, Furienschlag. Jetzt gehst du down, geschieht dir recht, du Arsch. Tja, selber schuld. Siehst du so viel?
Hättest du ihn gewonnen, hättest du jetzt nicht das Problem, dass du darauf gegangen bist. Naja. Kann man nichts machen, Kratzer. So. Ein Radfahrt hat er. Glut. Das müssten sogar One-Hit, wenn wir Glück haben. Jawoll. Er hat einen Sandern, okay. Hand in der roten und blauen nicht, aber okay. What is this thing fang? Ja, stimmt, in Azuria City. Da in der ersten Route, wo ich hier war. Egal, One-Hit und jetzt kommt sein Evoli. Das vergiften wir. Zack. Schlag mich ruhig mit deiner Route, ja, ja. Pervers. Egel sammeln. So, her mit deinem KP. Schade, dass dieser Knospe entwickeln kann. Ja, ja. Evoli will meine Verteidigung senken und dann angreifen. Kannst du gern machen, ich wechsle jetzt mal. Und dann kannst du es noch weitermachen, okay? So, jetzt noch Geowulf und sein Evoli ist Geschichte. Hey, Pick, Rap Battles of History, Evoli vs. Glutexo. Glutexo won. Und Rot won gegen Blau. Mist. Na, wenigstens trainierst du deine Pokémon. Er soll angeblich ein großer Meister im Umgang mit dem Zerschneider an Bord sein. Aber da war nur ein seekranker alter Mann. Der Zerschneider ist äußerst nützlich. Du solltest diesen alten Mann mal besuchen. Servus. Im Pokémon-Turm in Lavandia. Oh, die Musik hasse ich. Oh Gott. Hallo, Rotz. Was machst du denn hier? Deine Pokémon scheinen ganz gut in Form zu sein. Naja, nach dem Kampf wird das anders aussehen. Blau möchte kämpfen. Ein Ibita gerade inzwischen. Donnerschock. Und nochmal. Gut, was hast du jetzt noch? Ja, Pikachu hat 26. Yeah, Donnerblitz. Geil. Ich dachte, es lernt ein bisschen später, aber anscheinend lernt es in der gelben Frühe, Donnerblitz. Okay, dann lassen wir Donnerschock mal links liegen. Denn Donnerblitz ist quasi nur ein Upgrade zu Donnerschock. Er hat ein Magnetilo gefangen. Aus Angewohnheit lasse ich einfach mal Glutexo ran. Mit Geowurf. Es zieht ihm jetzt 30 KP ab. Mal schauen, wie effektiv es ist. Ja, sehr effektiv, gut. Und das Ganze nochmal. Und das wird er nicht überleben. Ein Muschas. Da lassen wir Pikachu wieder ran. Bei dieser Knoss ist ein bisschen falsch, denn ich befürchte, dass dieses Muschas hundertprozentig Aurora-Strahl kann. Ja, ja, ich und mein Aurora-Strahl bei Muschas. Ja, ja, ich weiß. So, das ist ein One-Hit-Treffer. Was hat er noch? Ein Sandern. Dann lassen wir Shillock ran. Shillock hat seinen... Jetzt können wir langsam die Typen ausspielen gegen die ganzen anderen Typen. So, Boden ist schwach gegen Wasser, deswegen habe ich Schiller eingesetzt und Wasser-Attacken ohne seinen Boden-Pokémon. Okay, was hast du jetzt noch? Dein Evoli, oder? Jawohl. Evoli, 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 lass ich dieser Knosp ran. Und damit setzen wir unsere Rasierblatt-Attacke ein. Ah, fast. Drang, okay.
Okay, dann das Ganze nochmal. Und das war's. Rot besiegt Blau. Was? Du bist eine harte Nuss. Ich bin es etwas zu locker angegangen. Wie macht sich dein Pokédex-Kumpel? Ich habe ihn kürzlich in Dragosso gefangen. Allerdings habe ich noch keinen Knogger. Ich glaube, von diesen Pokémon gibt es nur wenige. Also, ich habe viel zu tun. Ich muss weiter. Bis später. Und ich mache jetzt auch mal... In der Cisco. So, hallo. Willkommen zurück bei Gelb. Uns steht der Kampf gegen Blau bevor. Was hat dich aufgehalten, Rot? Oh, keine Ahnung. Ich wusste, du würdest hier vorbeikommen. Ich schätze, Team Rock hat hier ganz schön zugesetzt, was? Ich habe dich in Saponia City gesehen und mich gefragt, ob es seitdem besser geworden ist. Irgendwie ist der Sound ein bisschen leise, kann das sein? Oder will ich mir das nur ein? Naja. Ich mach mal beim Headset ein bisschen lauter. Moment. Okay, ich glaube, fällt mir schon besser. Mit richtiger Ingame-Musik. Also Blau hat einen Sandama. Nicht schlecht, nicht schlecht. Allerdings, ja, ein Bodentypen. Also nur vom Boden her. Nur vom Boden her, ja. Es ist nur ein Bodentyp. Und sonst nichts anderes. Also, naja, hätte man vielleicht noch ein anderes Pokémon statt nur Boden reintun können. Wie zum Beispiel vielleicht noch Geowatz oder sowas. Weil Geowatz ist noch zusätzlich Gestein. Hey, eingefroren, juhu! Also gut, dann eben bis. So, das hätten wir. Jetzt kommt ein Austoss. Er hat einen Austoss, nicht schlecht. Er hätte gedacht, dass er einen Austoss hat, aber naja, gut. Und er hat bestimmt sein Evoli inzwischen entwickelt. Ich bin gespannt, was da alles, was da rauskommt. Also was er für einen Stein verwendet hat, sag mal so. Es ist ja irgendwie vom abhängig davon, wie es Anfang läuft, ob man mit ihm jetzt ist aber gut mit Schnapper. Es ist abhängig, ob man in der Route mit ihm kämpft, aber wo es zur Pokélea kämpft oder ob man gewinnt oder verliert. Mann, oh Mann, ein Schnapper. Naja. Das müsste für Austausch gewesen sein, hat zwar eine hohe Verteidigung Austausch, aber nicht, aber keine hohe Spezialverteidigung. So, Level 42 für Pikachu und jetzt kommt ein Magneton. Was der Hell? Hat ein ganz, ja, gutes Team, muss ich zugeben. Lass mal Bisaflor ran. Relaxo hätten wir auch verwenden können, weil Relaxo kann ja jetzt Erdbeben. Das wäre sogar besser gewesen. Naja, was soll's. Rasierblatt. Ich möchte es noch genießen, dass Magneton hier noch kein Stahl ist. Weil Rasierblatt wäre normalerweise, ja, nicht sehr effektiv. Also gut, ich wechsle jetzt. Lass mal Relaxo ran. Wollte ich eh dann irgendwann mal einsetzen. Balzor ist online. Interessiert mich nicht. Erdbeben! Nicht paralysiert, bitte. Nee, egal. So, Erdbeben. Wäre vierfache Stärke, allerdings ist hier nur ein Elektro, also nur ein zweifache Stärke. Und Relax erreicht Level 43. Neue Kadabra. Kadabra ist stark, also eins seiner stärksten. Uiuiui. Dann müssen wir Turtok dran lassen. Na, Relax wäre eigentlich auch besser gewesen, weil Relax eine hohe Spezialverteidigung hat, aber naja, egal. Schädelwurme. Ich weiß nicht, wie der Angriffswert von Turtok ist. Ich schätze, er ist relativ hoch. Mal schauen. Ja, okay, das reicht für einen One-Hit-Kill. Und jetzt, ah, er hat einen Flamara sich geholt, okay. Nur gut, dann kommt eben ein Surfer dran. Flamara ist nicht schlecht, also, ja. Die Entwicklungen von Evoli sind nicht zu unterschätzen. Die können nämlich richtig, richtig reinhauen. Ah, langweil mich bitte nicht, bitte. Jetzt nervst du mich aber, Flamare. Nur gut, X-Treffer, wo ist X-Treffer? Hier. Langweil mich nicht, langweil mich nicht. 9 X-Treffer.
Und jetzt wird gleich gekillt, glaube ich. Das wäre ein Fail. Naja, ich glaube eher doch, das wird bestimmt... Na doch nicht, okay. Okay, das hätten wir. Und tut er gleich, Level 43, juhu. Mann, du bist so gut, dass du gegen den Rocket Boss antreten kannst. Dankeschön. Also Rot, ich ziehe da mal weiter. Wenn ich in den Pokédex sehe, erkenne ich, wie stark die Pokémon sind und wie sie sich entwickeln. Ich werde zur Pokémon-Liga gehen, dann werde ich die Top 4 ausstechen. Bald bin ich der mächtigste Trainer der Welt. Viel Glück, Rot, und trainiere schön weiter. Ciao! Außerdem noch bei der Pokémon-Liga. Die Level sind okay. Wir werden's aber trotzdem in der Liga nicht so leicht haben, so. Oh, wen haben wir denn da? Was, Rot? Was für eine Überraschung. Du bist also auch auf dem Weg zur Pokémon-Liga, oder? Du besitzt auch alle Orden? Das ist cool. Rot, ich werde mich für die Pokémon-Liga aufwärmen, indem ich sie besiege. Also, los geht's. Ja, okay, schauen wir mal. Er hat jetzt auch 6 Pokémon. Wir haben allerdings nur 5. Aus dem Grund, weil man 5 Pokémon leichter trainieren kann als 6. Ja. Okay, Sandarmak ist am Boden-Pokémon, aber Glurak ist flugzüstig, daher sind die Bodenattacken von Sandarmak völlig wirkungslos. Falls es welche kann. So, Schlitzer! Eieiei. Ja, kann auch Schlitzer, das ist schlimm. Jetzt aber Feuersturm, der muss treffen. Sehr schön! Und jetzt reicht zum Kill, yeah! Das ist cool, Glurak. Okay, oh wei. Ich rieche ein Owei. Dieses Owei wird nicht lange leben. Denn der Fliegen wird ihn jetzt vernichten. Was? Und überlebt's. Okay. Nimm Schlitzer. So, was kommt jetzt? Austausch. Dann wechseln wir zu Pikachu. So, aber ich habe keinen Bock, dass das Austausch jetzt mit einer Wasserattacke unser Glurak fertig macht. So, da fällt mir nur ein Wort ein. So, oh, Pikachu, streik nicht schon wieder, bitte. Das hat er doch schon mal. Im letzten Part, glaube ich. Ja, wie ihr merkt, ist unten ein Teil des Bildschirms abgeschnitten, weil unten sich das immer geschwärzt hat in den letzten Parts. Deswegen habe ich da jetzt ein bisschen länger den Bereich gemacht, der aufgenommen wird. Dafür seht ihr jetzt aber alles. So, Magneton. Ja, komm, dieser Floor. So, setzen wir unser gesamtes Team gegen ihn ein. Und zwar Rasierblatt. Relaxo mit Erdbeben hätten wir auch verwenden können, aber... Na, jetzt haben wir halt dieser Floor draußen. Das jetzt verwirrt ist, okay. Gut, dann wechsle ich eben. Was soll's? Los, Galaxo! Oh, du hast meine Relaxo verletzt. Das zahle ich dir heim mit einem Erdbeben. Crap. Mr. Crap. So, das müssten killen. Jawohl. Und jetzt kommt sein stärkstes Kadabra. Level 50 hat's. Da sag ich nur Psychokinese. Ein Wort. Ein einziges Wort. Body Slam! Yeah! Und jetzt kommt sein Flamara. Hoffentlich schafft Relaxo es noch. Ja, mit dem Silberblick kommst du nicht weiter. Und tschüss. Gut, Flamara ist down. Und Relaxo erreicht Level 46. Juhu. Was? Ich war zu unvorsichtig. Das war ein gutes Aufwärmtraining. Ich bin gut auf die Pokémon-Liga vorbereitet. Rot, wenn du auch gewonnen hast, musst du mehr trainieren. Ich glaube, du bist dir dessen nicht bewusst. Bis dann. Und zuletzt als Champion von Kanto in der Pokémon-Liga.
gescheiter Tod. Nun bist du der Champion der Pokémon-Liga. Eigentlich wärst du es, aber du musst noch eine Herausforderung bestehen. Ein weiterer Trainer erwartet dich. Es ist Blau, er hat auch die Top 4 besiegt. Er ist der amtierende Champion der Pokémon-Liga. Oh, das wird ein epischer Kampf. Rot gegen Blau. Es sind nicht nur zwei Farben, sondern auch zwei sehr starke Pokémon-Trainer. Nun gut, die blaue Edition gegen die rote Edition. Erstmal heilen wir unser Team vollständig auf. Das muss einfach sein. Hey, wir haben Sonderbomben. Habe ich gar nicht gemerkt. Okay, dann setzen wir uns einfach mal ein. Geben wir uns einfach mal Turtag, was soll's. Sparen wir uns einen Beleber. Da kann ich sagen, ich habe die Liga ohne einen Beleber. Was? Wo sind die Beleber? Ach so, hier. Habe ich gerade gewundert, wo die Beleber sind, aber gut. So, die Pokémon werden geheilt. Aber die AP sind schwach und das könnte vielleicht ein Problem werden. Das erste, was er einsetzt, ist Tauboss. Das heißt, Pikachu ist gar nicht so falsch an erster Stelle. Okay, dann bekämpfen... Dann kommt jetzt der letzte Kampf in dieser Edition. Hallo, Blau. Hallo. Auf diesen Moment warte ich schon lange, Rot. Ich brauche einen starken Gegner, um mich in Form zu halten. Während ich meinen Pokédex aktualisierte, habe ich nur die stärksten Pokémon auserwählt. Aber nicht nur das, ich habe Teams aufgebaut, die alle Pokémon besiegen können. Und nun bin ich der Champion der Pokémon-Liga. Rot, weißt du, was das bedeutet? Ich werde es dir sagen. Ich bin der mächtigste Trainer der Welt. Oh, Final Kampf. Gegen Blau, Rot gegen Blau. Ein Sandama. Und die Level sind, ja, okay, ich dachte, er setzt einen Tauboss ein, aber in dieser Generation kommt statt ein Tauboss ein Sandama, das Erdbeben kann, oh mein Gott. Ah, gut, steckt im Turtok locker weg, jetzt setzen wir Surfer ein. Hoffentlich reicht's für den Kill, ich glaube allerdings nicht. Ja doch, reicht sogar, aber nur weil es ein Volltreffer war. So, jetzt kommt ein Simsala. Achtung, Achtung, großes Ausrufezeichen. Das ist der, das ist eines der stärksten, das ich kenne von Blau. Sein Simsala ist echt ein Killer. Psycho-Killer. Vielleicht sollte ich ein Erdbeben oder Risikotackle. Risikotackle ist Step drauf, deswegen greife ich mit Risikotackle an. Er senkt unsere Genauigkeit, aber macht nichts. Wir haben X-Treffer. Oh, oh, sehr schön, Relax. Sehr schön, du hast einen mächtigen Gegner besiegt. Und das mit einem One-Hit, sehr schön. Ein Kokoball, ja, das können wir auch leicht töten. Glurak ist dafür ein perfekter Gegner. Perfekt dafür. Und zwar kommt jetzt eine Feuersturm. Oder sollen wir Magie auf zu verwenden? Nee, noch nicht. Weil wir können eigentlich... ich meine, es was Fieses. X-Treffer. Ich hoffe, es klappt. So, nochmal X-Treffer. Ich glaube, ein paar von euch wissen schon, was ich vorhabe. Ich glaube allerdings, dass nicht alle es wissen. Es ist eine Taktik, die habe ich mal aus YouTube gesehen. Und ich bin mir sicher, dass sie klappen wird. Weil so stark ist Kokowai nicht. So, nochmal X-Treffer. Ja gut, macht mir nichts. X-Treffer, X-Treffer, X-Treffer. Wir können es ja immer mit Zopfgenesung heilen. So, wie viel Genauigkeit haben wir jetzt eigentlich? Ich heile mal sicherheitshalber mit einem Zopfgenesung. So. Ja, Stampfer, das ist nicht besonders eine Killer-Attacke. Ich schau mal einmal nach. Können wir noch einmal X-Treffer verwenden? Ja, können wir sogar. Sehr schön. Ja, können wir es eigentlich verwenden? Ich setze uns auf X-Treffer-Attacken ein. Items ein. Oh, das müsste ein Volltreffer sein. Ja, ist es auch. Okay. Ich glaube, die Genauigkeiten haben wir jetzt auf 100%. Jetzt heilen wir es noch einmal sicherheitshalber. Und dann kommt das, wofür ich Glurak Geofissur beigebracht habe. K.O.-Attacke tötet jedes Pokémon, das es trifft. Und X-Treffer haben wir unsere Genauigkeit auf 100% erhöht. Also das, im Klartext heißt es, Geofissur trifft immer. Das heißt, wir können jedes Pokémon, was er hat, one-hitten. So, nochmal Geofissur.
Sogar sehr effektiv, aber K.O. ist K.O.-Attacke. Okay. Austausch Wasser gegen Feuer. Könnte amüsant werden, so nochmal Geofissur. So, One-Hit-Kill, alles One-Hit, sehr schön. Und es kommt sein stärkstes Flamara. Es hat Level 65, aber das ist korrekt, das kann darüber nur lachen. So, und wir hätten Blau ausgeschaltet mit nur einem Pokémon, würde ich sagen. Nein, das kann nicht wahr sein. Meine besten Pokémon sind gescheitert. Mein Siegeszug ist schon vorbei. Nach all den Anstrengungen, Liga-Champion zu werden, das ist nicht fair. Wieso? Wieso habe ich verloren? Ich habe meine Pokémon doch sehr sorgfältig aufgezogen. Verdammt, du bist der neue Champion der Liga. Aber ich gönne dir das nicht. So, und hier wären wir auch schon wieder und ich verspreche mich mal wieder. Ja. Wir haben ja damals gegen ihn souverän gewonnen. Und jetzt haben wir Zeit. Kanto gegen Johto. Hey, hast du es endlich hierher geschafft? Auf der Zenobe-Insel war mir nicht danach, aber jetzt können wir kämpfen. Willst du etwa behaupten, du hättest alle Arenaleiter in Johto besiegt? Da müssen die Arenaleiter in Johto ziemliche Jammerlappen sein. Ja, das stimmt. Aber nur keine Bange. Ich werde dir sofort sagen, ob du ein guter Kämpfer bist. Fertig? Johto Champ? Ja, das sind wir. Los geht's! Okay, Blau. Kampf um den Erdorden. Den letzten Orden in Kanto. Sein erstes Pokémon, Powerboss auf Level 56, im Vergleich zu anderen Trainern in Kanto, ziemlicher Kraftprotz. So, ich habe übrigens Tanotta an erste Stelle gesetzt und einen Buingenau mitgenommen, also unser Buingenau halt aus der Box habe ich nicht mitgenommen. Und er setzt Spiegeltrick ein und was kommt raus? Natürlich die Attacke, die wir jetzt benutzt haben, Donnerschlag. Okay. Gut, jetzt müsste Tauboss, ja genau, das war's für Tauboss. Wir haben ihn mit einer Elektro-Attacke leicht schlagen können. Ich frage mich, wie es jetzt bei den nächsten Pokémon ist, Rizoros. Da können die unsere Pokémon wechseln und zwar nehme ich Gyarados. So, Rizoros bekommt in der vierten Generation noch eine Entwicklung hinzu, zu Rihonio entwickelt sich dann. Hier allerdings gibt es keine Rihonio. Okay, ich würde sagen, wir haben bis jetzt jedes Gesteinsboden-Pokémon leicht mit Surfer one-hitten können. Und warum soll Rizoros jetzt eine Ausnahme sein? Ich glaube, das wird ein One-Hit-Kill. Ja, genau. Gut. Es hatte zwar 6 Level mehr, aber wir haben es trotzdem ohne Probleme geschlagen. Gut, sein nächstes Pokémon, das hat uns damals, glaube ich, wo wir mal unterwegs waren auf so einer Route, uns Probleme bereitet. Da wechsle ich aus und hole X-Bad ran und tausche es sofort wieder aus, denn ich habe einen Fehler gemacht. Yippie! Und hole Nachtara in den Kampf, denn er greift mich bestimmt mit einer Psycho-Attacke an. Genau, habe ich erwartet. Hätten wir X-Bad jetzt draußen gelassen, wäre es ganz sicherlich gestorben. Und jetzt war Hyperstrahl. Ja, Psycho-Pokémon sind hilflos gegen Unlicht-Pokémon wie unser Nachtara und können daher ja fast nichts machen. Ja, die Betonung war auch fast. Er hat jetzt Aussetzer eingesetzt, aber ich hätte Hyperstrahl jetzt sowieso nicht eingesetzt. Oh Mann, Genesung. Vielleicht hätte ich doch X-Bad mit Foxy noch aushauen sollen oder so. Naja, egal. Nach Tara wird es schon schaffen. Oder vielleicht doch nicht. Verdammt! Okay, ich tausche jetzt X-Bad aus. Nach Tara aus und hole X-Bad in den Kampf, damit es Boxen einsetzen kann, sodass seine Geduld, Genesung useless wird. So, jetzt greift nämlich bestimmt Psychokinese an. Ich hoffe X-Bad ist schneller, aber ich bezweifle es. Aber probieren wir es mal. Ja,
Jawohl, X-Pass war schneller und Foxen hat ihn erwischt. Gut, jetzt wird unser X-Pass wahrscheinlich drauf gehen. Ja genau, mit Psychokinese. Ja, das wird unser X-Pass, glaube ich, one-hitten. Ich glaube kaum, dass es jetzt auf jeden Fall stehen wird. Ja, genau, habe ich erwartet. Trotzdem gut gekämpft, X-Pass. Jetzt holen wir nach Para wieder in den Kampf. Simsela hat ja jetzt eine Giftstatusveränderung. So, und jetzt greife ich nochmal an mit Hyperstrahl. Der setzt wieder Reflektor ein, um seine Verteidigung zu erhöhen. Aber vor dem Gift kann es sich nicht verteidigen. Das Gift ist nämlich in seinem Körper drin. Und es wird immer stärker und breitet sich immer mehr in seinem Körper aus. Bis es nicht mehr kämpft. Und Simsela kann nichts machen, außer sich zu heilen, aber das bringt ihm allerdings nichts. Denn der Gift in seinem, ja, das Gift in seinem Blut wird ihn schließlich irgendwann killen. So, jetzt ergreift nochmal mit Eisenschweif. Er versucht sein Pokémon verzweifelt zu heilen, aber unser Gift, was wir initiiert haben, kann er nicht aufhalten. Außer mit dem Hyperheiler vielleicht, aber ich hoffe, dass er keinen hat. Jetzt versucht er verzweifelt, unsere Nachtwache irgendwie jetzt zu verhindern anzugreifen. Der Schweif ist blockiert, aber wir haben immer noch Hyperstrahl. Und er hat sein Pokémon immer noch. Ja, wäre eigentlich sehr nervig geworden, wenn wir jetzt nicht zu X-Bar gewechselt hätten. Denn dann hätten wir ja ständig Foxen, hätten wir ständig unsere Pokémon angreifen lassen müssen. Und ja, das wäre ziemlich mühselig gewesen. Dann hätten wir es so lange machen müssen, dass Genesis keine AP mehr hätte. Naja gut, haben wir aber gut geschafft. So, von Garados, das damals, glaube ich, sein erstes Pokémon war. Nein, in der Game Edition hat er, glaube ich, einen Kokoball statt Garados. Da nehme ich Tornupto, unser Feuer-Pokémon, gegen das Wasser-Flug-Pokémon. Und greife an mit der vielfach starken Donnerschlag-Attacke. So, ich glaube kaum, dass Garados die Attacke überstehen wird. Und wenn doch, dann bin ich überrascht. Oh. Ich wollte schon sagen, dann gebe ich euch ein Eis aus, aber wir können ihn noch zum Glück verhindern. So, jetzt setzt er eine Top-Genesung ein, heilt sein Pokémon wieder auf seine volle KP. Aber jetzt kriegt er sofort wieder den Schaden, wieder draufgerechnet. Ich mag die Attacke mehr abgezogen als vorhin. Naja, ich benutze nochmal eine Top-Genesung. Naja gut, dann verschwendet er halt seine ganzen Heilsachen schon. Müssen wir später nicht mehr befürchten, dass er sich vielleicht einsetzt. Wir können ja immer wieder mit Donnerschlag angreifen. Und es besteht sogar eine Chance, dass Garados paralysiert wird. Aber egal, jetzt haben wir es eh gekillt. Daher war seine Heilaktion völlig unnötig. Gut, das war sein vorletztes Pokémon, kann es sein. Ich weiß es jetzt gerade nicht, aber ich glaube ja. Ja, nee. Er hat noch einen Arcani. Cooles Pokémon, Team Pokémon im Team Rocket Let's Play. Da nehme ich wohin genau. Haben wir auch lange nicht mehr eingesetzt. Cooler Sprite übrigens, hat Level 58. Gut, er wird nicht bestimmt in der Feuerattacke angreifen, deswegen Speedy Cape. Nein, Turbo Tempo. Eine physische Attacke. Zieht aber zum Glück nicht so viel ab, aber die Attacke trifft immer zuerst. Ja, jetzt kommt eine Feuerattacke. Feuerattacken zählen als Spezialangriff. Und daher wird der Spiegelcape jetzt aktiviert von Woingenau. Und ich glaube, das wird ein One-Hit jetzt. Denn Woingenau hat viele KP jetzt gerade verloren. Ja, genau, habe ich doch gesagt. Gut. Jetzt kommt sein letztes Pokémon. Das müsste Kokoball, glaube ich, sein. Ja, genau. Da nehme ich unseren Starter in den Kampf. Okay, wohin genau? Kommt zurück und Tornupto in den Kampf. So.
gut, Zenozo soll jetzt Flammenrad einsetzen. Doppelt so stark. Feuer gegen Pflanze. Müsste ein One-Hit-Kill sein. Na, bei 60er Pokémon sollte ich meinen Mund nicht so voll nehmen und gleich sagen, es wird ein One-Hit-Kill, obwohl es keine wird. Vielleicht in der ersten Generation, ja, da waren die Pokémon-Regeln noch ein bisschen anders als in der zweiten. Ja, das hier ist ja nicht die erste Generation. Okay, gut. Damit hätten wir Blau ein weiteres Mal besiegt. Was? Wie zum Teufel konnte ich gegen dich verlieren? Also gut, nimm das. Es ist der Erdorden. Oh, 11.000, oha. In Ordnung, ich hatte Unrecht. Du bist nicht aus Watte, sondern ein guter Trainer. Aber eines Tages werde ich dich besiegen. Ich vergesse dich nicht. Ja, eines Tages vielleicht. Gut, damit haben wir alle 8 Orden von Kanto und auch von Johto. Junge, du bist sehr stark. Das war vielleicht ein erfrischender Kampf. Er hat mir Tränen in die Augen gerieben. Oh, fängt jetzt zum Weinen an. Der Arme. Na gut, dann heilen wir schnell unsere Pokémon und im nächsten Part schauen wir dann bei Professor Eich vorbei. Er hat ja etwas für uns, wenn wir alle Orden von Kanto haben. Gut, ja, dann machen wir uns im nächsten Weg, im nächsten Part auf den Weg, verdammt, nach Kanto. Was rede ich für einen Müll? Nach Alabastia und ja, dann holen wir uns das Geschenk von Professor Eich ab. Ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Part. Ciao!